Hi Leute, hier ist Heikarp Christian. Ich habe ja schon einige Videos zu dem tollen Instant Pot hier gemacht. Ich habe euch eine Playlist oben erstellt, wo ihr die auch nochmal angucken könnt. Und heute wollte ich euch zeigen, wie man Bohnen in dem Ding kocht. Bohnen und andere Hülsenfrüchte, dafür lohnt sich der Instant Pot wirklich total, weil er die Kochzeit extrem verkürzt. Gerade so Sachen wie Kichererbsen brauchen ja teilweise 3-4 Stunden, wenn man sie vorher nicht eingeweicht hat. Und selbst wenn man die Sachen eingeweicht hat, braucht das immer noch eine Ewigkeit. Im Instant Pot geht das eben sehr, sehr viel schneller. Ich habe mir hier vorhin einfach normale, stinknormale weiße Bohnen gekauft bei Rewe und hier steht drauf, dass das 2 Stunden dauert. Nicht im Instant Pot, Leute. Man kann die vorher einweichen, das ist für einige Leute für die Verdauung besser, das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Bei mir macht es keinen Unterschied, also kann ich die einfach so reinwerfen. Außerdem bin ich einfach zu blöd, das mir vorher zu überlegen, wann ich Bohnen essen möchte. Wenn ich Bohnen essen möchte, möchte ich sie jetzt essen. Deshalb weiche ich halt nicht ein. Ich tue einfach wirklich jetzt so eine Tasse von diesen trockenen Bohnen hier rein. So, ihr könnt auch schön hören, dass die wirklich trocken sind. Und was ihr jetzt tut, ist, ihr gebt ungefähr die doppelte Menge von Wasser drauf. Das sollte am besten warmes Wasser sein. Ne? Ich habe es einfach jetzt so genommen, so warm, wie es von mir aus dem Kran kam. Einfach schön draufschütten. Gucken, dass das wirklich gut bedeckt ist. Mindestens zweifach. Ich mache teilweise dreimal so viel Wasser rein. Und den Instant Pot nicht mehr als die Hälfte füllen, weil die Bohnen sicher ausdehnen. So, jetzt einfach Deckel drauf. Jetzt drückt ihr hier auf Manual. Und 30 Minuten ist die Zeit, die wir brauchen. Das heißt natürlich nicht, dass der jetzt in 30 Minuten fertig ist. Der wird gleich anfangen zu piepen. Und ab jetzt geht er in den Kochmodus. Ich werde also einfach mal mein iPhone einstellen. Ich mache mir einfach mal einen Timer. Beziehungsweise ich lasse eine Stoppuhr mitlaufen. Und guck mal, wie lange das jetzt dauert. Der wird das jetzt aufheizen, dann 30 Minuten kochen. Und danach stellt ihr den Instant Pot einfach aus. Einfach hier Cancel drücken oder den Stecker rausziehen. Und dann wartet ihr, bis der Druck natürlich runtergekommen ist. Mal schauen, wie lange das dauert. Ein Tipp übrigens bezüglich der Kochzeiten. Die in dem Handbuch angegeben sind, das zum Instant Pot kommt, sind nicht besonders akkurat. Was ich euch empfehlen kann, ist das Buch The New Fast Food von Jill Nassino. Ich verlinke euch das einfach mal. Das gibt es als PDF, glaube ich. Es gibt es so als EPUB-Version und dann auch noch als physisches Ding. Da sind hinten ganz viele Tabellen drin, die super funktionieren. Da ist immer für... da ist immer die Menge, die Flüssigkeitsmenge ist da angegeben. Da ist die Kochzeit, wenn man diesen Schnellrelease macht, wenn man einfach so macht, wenn der fertig ist. Da ist die Kochzeit angegeben, wenn man das natürlicherweise runterkühlen lässt. Da ist die Kochzeit angegeben, für wenn man es einweicht. Es ist ein super Ding. Alleine wegen der Tabellen lohnt sich dieses Buch. So, der Instant Pot ist jetzt inzwischen fertig geworden. Ich habe mal auf die Uhr geguckt. Das hat 56 Minuten und 23 Sekunden insgesamt gedauert, was für Bohnen, die vorher trocken waren, echt nicht schlecht ist. Wenn ihr die einweicht, könnt ihr die Zeit sicher ungefähr halbieren, vielleicht sogar noch ein bisschen drunter kommen. Und deshalb liebe ich den Instant Pot so, weil du kriegst halt keine frischen Bohnen innerhalb von 56 Minuten hin, sondern ohne Schnellkochtopf. Und ne, ich habe einfach drauf gedrückt und konnte dann irgendwas anderes machen. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Fragen über den Instant Pot habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Ich wollte jetzt noch ein paar Instant Pot Videos machen in nächster Zeit, weil ich gemerkt habe, als ich gerade die Playlist erstellt habe, dass ich so spezielle Instant Pot Videos oder spezielle Instant Pot Rezepte, davon habe ich noch nicht so viele. Und da dachte ich, dass es für einige vielleicht interessant ist. Einige haben den sich ja vielleicht auch beim letzten Prime Day gekauft. Von daher, abonniert mich gerne und wir sehen uns.